Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Auf die Überholspur. Und wie ihr richtig gesehen habt, haben wir unser Studio mit dem Fahrschulauto getauscht, denn heute geht es um ein praktisches Thema, nämlich die richtige Blicktechnik beim Geradeausfahren und beim Kurvenfahren. Da sind unsere Prüfer sehr streng und die Marie-Christine hat uns die Frage gestellt, wohin schaut man denn jetzt richtigerweise beim Fahren? Und das möchte ich euch in diesem Video erklären. Es gibt auch ein paar Tipps, wie ihr das selber kontrollieren könnt und wie ihr euch bei der Prüfung dann leichter tut. Zuerst schauen wir uns einmal die richtige Blicktechnik beim Geradeausfahren an. Wir schauen also hier zumindest 10 Sekunden in die Ferne. Wir haben jetzt vor uns ein weißes Fahrzeug, das da fährt. Das wäre ideal, wenn man dieses Fahrzeug einfach anschaut. Das sind ungefähr 10 Sekunden. Und dann wird man auch die Spur wunderbar halten. Wir orientieren uns, wenn kein Fahrzeug da ist, in der Mitte unseres Fahrstreifens oder dort, wo die rechten Räder von den Autos rollen. Man sollte sich niemals in der Mitte der Straße orientieren, also sprich an den Bodenmarkierungen, sonst kommt man einfach zu weit auf die linke Seite. Wie durchfährt man jetzt eine Linkskurve? Grundsätzlich gilt beim Kurvenfahren, das Tempo muss vor der Kurve passen. Das heißt, wir reduzieren vor der Kurve die Geschwindigkeit, wir bremsen im Notfall vor der Kurve, nicht in der Kurve bremsen und bleiben dann mit den Augen am rechten Fahrbahnrand. Wie weit schauen wir nach vor? Circa 5 bis 10 Sekunden. Das heißt, am Kurveneingang schauen wir zum Scheitelpunkt, das ist die Mitte der Kurve, und bleiben aber mit den Augen am rechten Rand. Und wir tasten uns dann immer Schritt für Schritt für Schritt nach vorne und bleiben, wie gesagt, mit den Augen am rechten Rand. Und was muss man beim Durchfahren einer Rechtskurve beachten? Auch hier das Tempo vor der Kurve reduzieren, den Straßenverlauf anpassen und auch hier wieder eine halbe Kurve nach vorne schauen. Das heißt, beim Kurvenanfang schauen wir zur Mitte, zum Scheitelpunkt und tasten uns auch dann wieder Schritt für Schritt nach vorne. Man muss in dieser Situation sogar den Kopf drehen, denn dort, wo die Nase hinzeigt, wird man auch hinfahren. Wichtig ist, dass die Augen am rechten Fahrbahnrand bleiben, denn dann wird die Kurve auch gleichmäßig gefahren und man hat nie die Gefahr, auf die linke Seite zu kommen. Ein wichtiger Punkt, den wir beim Fahren immer wieder sehen, ist, dass unsere Fahrschülerinnen und Fahrschüler das Lenkrad einfach zu fest halten. Wir sind jetzt auf dem Übungsplatz, im Straßenverkehr darf man das nicht machen, aber am Übungsplatz kann man ruhig einmal die Hände vom Lenkrad nehmen und wenn man schaut, das Auto fährt ja weiterhin geradeaus. Das bedeutet jetzt natürlich, dass man das Lenkrad locker halten sollte, einfach nur die Hände drauf liegen lassen, nicht zu fest einhalten, dass hier vielleicht schon das Weiße bei den Knöcheln hervorkommt, sondern ganz locker einhalten und nur leichte Korrekturen machen. Das heißt, wenn man nämlich das Lenkrad zu fest einhält und irgendwie auf den Schalthebel schaut oder auf die Armaturen schaut oder vielleicht in den Rückspiegel schaut, dann macht man automatisch einen Schlenker. Man lenkt automatisch dorthin, wohin man schaut. Wenn man also die Hände locker am Lenkrad lässt, dann kann man ruhiger mal auf die Seite schauen, zum Beispiel, wenn ein Fußgänger sich einem Schutzweg nähert, ohne gleich zu ihm hinzufahren. Die zweite Geschichte, die wir uns hier mal anschauen, ist die richtige Lenktechnik. Idealerweise übergreift man beim Lenkrad. Damit hat man eine gleichmäßige Kurvenlinie und ist auch am schnellsten beim Lenken. Was wir bei den Fahrstunden immer wieder haben, ist, dass die Herrschaften so oft die Hände vom Lenkrad nehmen, ja, und jedes Mal, wenn ich die Hand vom Lenkrad nehme, schaukelt sich das Auto auf und die Fahrspur wird unruhig. Die andere Variante, was auch bitte nicht funktioniert, ist dieses Tellerwaschen. Auch das wäre bei der Prüfung verboten. Gescheit wäre es, wenn man übergreift. Hier habe ich jetzt einmal übergriffen und habe den vollen Lenkradeinschlag, einmal und ich bin wieder gerade. Ich weiß jetzt auch, wohin meine Räder stehen. Deswegen beim Kurvenfahren ruhig übergreifen. Ich habe dann einmal die Hand vom Lenkrad genommen und das war's. Schauen wir uns das bei unserem Achter unten an, wie man das am besten richtig macht. Wir fahren hier jetzt natürlich sehr langsam am Übungsplatz und schauen mal,
Wir fahren jetzt hier in den Achter hinein. Wir lenken jetzt nach rechts. Wir übergreifen einmal, haben eine schöne gleichmäßige Kurvenlinie und schauen natürlich dorthin, wo wir hinfahren wollen. Habe einmal übergriffen und habe die Lenkung wieder gerade. Wieder einmal übergreifen und einmal gerade. Und dann weiß ich auch genau, wohin die Räder zeigen. Eine Geschichte noch, das haben wir auch in den Fahrstunden besprochen. Man sollte das Lenkrad schieben und nicht ziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Rechtskurve fährst, dann würdest du jetzt hier mit der linken Hand die Lenkbewegung machen. Also hier das Lenkrad nach vorne drücken. Bei einer Linkskurve ist es genau umgekehrt. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer ziehen am Lenkrad. Was passiert, wenn man am Lenkrad zieht? Man zieht sich aus dem Sitz heraus. Das sieht man hier sehr schön. Man zieht sich aus dem Sitz heraus und dadurch verliere ich Kontakt mit dem Sitz. Im Rücken spürt man, wenn ein Auto in einer Kurve irgendetwas macht, was es nicht machen soll. Schleudern, schieben. Noch bevor die Augen das dem Gehirn mitteilen, spürt man das schon im Rücken. Das zweite ist, wir haben bei den Sitzen hier so Verstärkungen auf der Seite. Die halten uns im Sitz drin. Wenn ich mich natürlich rausziehe, dann habe ich hier keinen Halt mehr und man wandert im Auto herum. Ja, ich hoffe, ihr habt alles erfahren, was zum Thema Blicktechnik und Kurvenfahren wichtig ist, damit es eben bei der Prüfung keine Probleme gibt, damit ihr schön durch die Kurven durchfahrt. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere einfach unseren Kanal. Wenn du Fragen hast, schick sie uns an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 297 00. Gerne als Sprachnachricht oder Videonachricht, die können wir dann einspielen. Wir freuen uns schon auf nächste Woche, wo es wieder ein spannendes Thema gibt. Bis dahin, schön rechts fahren.